So Kinder, jetzt ist der Tag, von dem ihr schon so lange gehört habt, wo einige Filmaufnahmen mit euch gemacht werden über Spiele, die wir auf dem Schulhof spielen. Ihr kennt Frau Dr. Fade von ihrem letzten Besuch, ja? Ja. Na gut. Also ihr wisst, warum wir heute da sind. Wir haben ja einmal schon zusammen geprobt. Auf Video haben wir die Aufnahmen schon mal gemacht. Und das war so schön, dass wir heute richtig mit zwei Kameras heute bei euch sind, um aufzunehmen, wie ihr auf dem Schulhof spielt und was ihr spielt. Der Film zeigt Kinderspiele auf rheinischen Schulhöfen, im grünen Vorort Köln-Delbrück, im Industriestadtteil Köln-Kalk und im Mittelzentrum Hennef. Jenseits der Grenze, in niederländisch Limburg, führen Schulkinder aus dem städtisch geprägten Newstadt und dem eher ländlichen Elsloh ihre Spiele vor. Schülerinnen und Schüler aus belgisch Limburg zeigen ihre Spiele auf einem Schulhof in der ländlichen Grenzgemeinde Kinroy. Ein Vergleich des Spielrepertoires in den drei Nachbarländern soll Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede deutlich machen. Nach dem Stillsitzen im Klassenraum brauchen die Kinder Bewegung. Auf dem Schulhof haben sie die Möglichkeit, den anderen Kindern innerhalb einer Spielgemeinschaft zu begegnen. Kindliches Spiel bedeutet vor allem Kreativität. Daran hat sich auch in der heutigen Zeit nichts geändert. Im Film führen Schulkinder im Alter von 8 bis 12 Jahren ihre Spiele vor. Dabei gibt es keine signifikanten Unterschiede der Spiele in der Stadt oder auf dem Land. Die Schulen an Rhein und Maas weisen einen hohen Anteil an Kindern verschiedener Kulturbereiche auf. Die ausländischen Kinder werden in die Spielgruppe einheimischer Mitschüler einbezogen. Manchmal beeinflussen sie sogar deren Spiele. Die Spiele basieren auf traditionellen Grundmustern, die von Schülergeneration zu Schülergeneration mündlich weitergegeben werden. Die Kinder variieren sie ständig und bereichern sie je nach neuer Spielsituation und aktueller Gegebenheit. So verfügen die Kinder stets über einen breit gefächerten Bestand an Spielen. Weit verbreitet sind die Spiellieder. Sie setzen sich zusammen aus Bewegung, Sprache und Melodie. Der Film dokumentiert verschiedene Typen solcher Spiellieder, die sich in ihrem formalen Ablauf unterscheiden. Klatschen, springen, laufen. Um den Inhalt der Texte verstehen zu können, wurden die Filmaufnahmen außerhalb der von Lärm erfüllten Schulpausen gedreht. Besonders beliebte Spiellieder sind Klatschspiele, überwiegend von Mädchen ausgeführt. Sie bilden mehr als 50% des aufgenommenen Spielrepertoires. Gespielt wird zu zweit oder im Kreis. Zunächst zeigen die Kinder 5 Klatschspiele im Kreis. Nach jeder Runde scheidet der Mitspieler aus, den der letzte Schlag in die Hand trifft. Die Varianten in Belgien und den Niederlanden haben gemeinsam, dass sich der Kreis am Ende des Spiels auflöst. Macaroni, leo, oh leo, 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 chi chi chi, oh leo, leo, chi chi.
Die Freude an Klängen und an der Lautmelodie lässt die Kinder Reime erfinden, bei denen es nicht auf einen allgemein verständlichen Sinn ankommen muss. Onder de piano lag een brief en daar stond op geschreven: op wie ben jij verliefd? Woordje. Heb jij haar al eens gezien? Nee. In ihren Spielliedern können die Kinder auch einen bestimmten Inhalt darstellen. Hier geht es um einen Liebesbrief. Gruselige Geschichten üben auf die Kinder einen gewissen Reiz aus. So in diesem und dem folgenden Spiel. Johnny, komm, wir gehen ins Leichenhaus. Eine Leiche wird ja wohl nicht schaden. Und Schnecken tun sie auch. In diesem im Rheinland dokumentierten Spiel muss, anders als in den Nachbarregionen, kein Mitspieler ausscheiden. Die Spielgemeinschaft bleibt bis zum Schluss erhalten. Ohne Messer, ohne Essbeche. Een bouwvermocht naar een gordijnenhoek. Ik heb het zelf gezien, het was op kamer 3. De vond die van de trap, het leek tomatensap. Ik moest een druppel van, ik werd er misselijk van. Ik ga politie op, u spreekt met Mia Dia. Holle bolle husky, chocolade, oh nee. Alle elastieke melkfabrieken, chocolade, olé. Maar is een vrouw. Das belgische Spiel eines Gruselreims erzählt von der Ermordung einer Frau. Die pantomimischen Hinweise verdeutlichen den Inhalt. Das Klatschen am Ende des Spiels dient nur dem Auszählen. Textelemente dieses Teils sind Nonsensverse, bei denen es nicht auf einen allgemein verständlichen Sinn ankommt. Kinder führen Klatschspiele oft zu zweit aus. Manchmal werden gleichen Texten andere Bewegungsabläufe zugeordnet. Ergänzungen und aktuelle Änderungen führen zum ständigen Wandel des Spielrepertoires. Hier hängen die Spieler an den Schluss das Kreuzzeichen an. Die deutsche Variante weicht von der belgischen in der Melodie ab. In der Gestik jedoch weist sie große Ähnlichkeit auf. Aus Fremdsprachen werden oft Wörter entnommen, die nicht unbedingt einen zusammenhängenden Text ergeben müssen. In ihnen artikuliert sich die Freude der Kinder an Klängen und Lauten. I want to say me. I want to see. Oh yes, my lady. Come to my darling sweet. Come to my darling sweet. My name is Bingo. My name is Bingo Bell. My name is love, love, love for you and me. Yes. In dieser niederländischen Variante geht es um eine Liebeserklärung in englischer Sprache.
Deutlich wird der Einfluss der Medien auf den Text. My name is Bingo Bell. My name is love, love, love for you and me. Kiss me. Viele Klatschspiele haben ein bestimmtes Thema zum Inhalt, zum Beispiel die Schule, das Wandern, Lebens- und Liebesgeschichten. So in diesem und den folgenden Klatschspielen. Hier spielen Schüler und Schülerinnen der 6. Klasse einer niederländischen Grundschule. Daraus erklärt sich der Spielablauf in 6 Teilen bzw. 6 Strophen. Die Kinder steigern in diesem Wanderlied den Rhythmus von Text und Bewegung. In diesem Erzählspiel versetzen sich die Kinder in die Rolle eines Waisenkindes. Der Inhalt stimmt sie jedoch in keiner Weise traurig. Sie sind in ihrem Spiel unbefangen und fröhlich. Aussiedlerkinder bringen Spielformen aus ihrer früheren Heimat, zum Beispiel der ehemaligen Sowjetunion, mit. Viele Spielreime erzählen scherzhafte, humoristische Geschichten aus dem Erwachsenenalltag. Geschichten wie in diesem und dem vorhergehenden Spiel auf der Berliner Straße bilden auch den Inhalt von Klatschspielen. Die fast alles kann, die
wird in Klatschspielen über das Klatschen hinaus die Körpersprache in den Vordergrund gestellt. Dabei untermalen pantomimische Bewegungen den Inhalt, so in diesem und in allen folgenden Klatschspielen. Kinder greifen Schlüsselwörter auf und stellen sie in ihrem Spiel gestisch dar. Der Teddybär kommt seit den 30er Jahren im deutschen Kinderspiel vor. Hier wird die beeindruckende Leistung der Kinder, wie sie Wort, Bewegung und Rhythmus miteinander kombinieren, sehr deutlich. Kinder sind in das Zeitgeschehen einbezogen und setzen sich mit ihrer Umwelt und der Welt der Erwachsenen auseinander. Sie greifen daraus Anregungen auf und setzen sie in ihrem Spiel um. Oft sind es Reaktionen auf die Medien, wie in dieser und der nächsten Variante von Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ging zum Markt und kaufte sich vier Sachen. Das erste war ein Hula-Hoop, das zweite war ein Föhn, das dritte war ein Ohrring, das vierte war ein Charlie Chaplin ging zum Markt. In Spielen jüngeren Datums wie Charlie Chaplin stimmen in den Varianten die Spielelemente Text, Melodie und Gestik, ob am Rhein oder an der Maas, weitgehend überein. Das dritte war ein Ohrring, das vierte war ein Charlie Chaplin, ging zum Markt und kaufte sich vier Sachen. Das erste war ein Hula-Hoop, das zweite war ein Föhn, das dritte war ein Ohrring, das vierte war ein Charlie. Dieses Klatschspiel basiert auf der Melodie des Rock'n'Roll-Liedes der 50er Jahre Rock Around the Clock. Inhaltlich parodiert es die bekannte Vampirgeschichte des Grafen Dracula. In ihren Spielliedern erzählen Kinder der verschiedenen Kulturen gerne über Alltägliches aus dem Familienleben und ahmen es im Spiel nach. Hierzu eine türkische und eine deutsche Variante, die in Inhalt und Gestik auffallende Ähnlichkeit miteinander haben. Meine Mutter, die backt Kuchen und macht immer so. Mein Vater, der ist Müllmann
und macht immer so. Meine Schwester ist Kosmetikerin und macht immer so. Meine Tante, die ist Tänzerin und macht immer so. Meine Oma, die ist kitzelig und macht immer so. Frage und Antwort bestimmen die Handlung dieses türkischen Klatschspiels, bei dem auch nicht türkische Kinder mitspielen. Die Spielform verbindet Züge von Klatsch- und Fangspiel. Als Susi noch ein Baby war, ist heute das internationale Klatschspiel par excellence. Es stellt Stationen aus Susis Leben dar. In der belgischen und niederländischen Variante desselben Spiellieds tauchen die gleichen Elemente, Inhalt, Gestik und Melodie, wieder auf. Seilspringen kommt es auf Ausdauer und Geschicklichkeit der Kinder an. Wer das Seil berührt oder sich verfängt, muss ausscheiden. Die Kinder lockern das gleichförmige Springen auf, indem sie zum Beispiel Sachen aufzählen oder Geschichten erzählen und dadurch auch das Spiel gliedern und strukturieren. In diesem Beispiel steht für jeden Sprung ein Wort. Die einzelnen Wörter stehen in einem Zusammenhang und ergeben den Satz: Jeder, der nicht sehen kann, ist blind. Dieselben Wörter werden noch einmal melodisch wiederholt. Die Springerin ruft den Namen einer Mitspielerin, die die erste ablöst. Auch die dokumentierten Seilspiele gehören zu den Spielliedern. Neben der Bewegung kommt es vor allem auf Reim und Melodie an. De meid kwam binnen en raad eens wat ze zei. Foei, stoute Joske, wat heb je weer gedaan? Je bent gisteravond met een jongen uitgegaan. Beim Seilspringen werden, wie beim Klatschspiel, auch Geschichten erzählt. Im Spiel Kartoffelschälen entscheidet das Los über die Partnerwahl. Die Beteiligten fragen nach dem Namen der Auserwählten, der durch einen Buchstaben im Alphabet festgelegt wird. Der Buchstabe N bestimmt den Namen Nico. Von der Anzahl der Sprünge hängt ab, wie viel Küsse Nico bekommt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Die Anzahl der Sprünge entscheidet diesmal, wie viel Babys das Mädchen kriegt. 10, 10, 3,
Früher, bis in die 50er Jahre, war Seilspringen vielerorts ausschließlich ein Mädchenspiel. Heute beteiligen sich oft die Jungen. Es gibt auch keine strikte Trennung mehr zwischen Mädchen- und Jungenspielen. Gestern Abend im Bus handelt von einer Liebesgeschichte. Auf die Fragen, willst du mich heiraten, willst du mit mir gehen, gilt als Antwort das Wort, bei dem sich der Spieler verfängt. Ja oder nein? Ja, ja, nee, ja, nee. Ja, ja, ja. Beertje, Beertje, was je handen. Beertje, Beertje, poets je tanden. Beertje, Beertje, maak een kruis. Beertje, Beertje, ga naar huis. Der Teddybär ist ähnlich wie beim Klatschspiel Thema dieser belgischen und der vorangegangenen deutschen Variante. Die Kinder singen den Text im Rhythmus des Seilschlags. Gleichzeitig muss die Springerin die genannten Aufgaben, wie zum Beispiel Hände waschen, Zähne putzen, pantomimisch ausführen. Dieses Spiellied erfreut sich bei den Schulkindern aller drei Länder großer Beliebtheit. Daar komt meneer Van Toffel aan, ajukaje, daar komt meneer Van Toffel aan, ajukaje. Daar komt ie van de showen, ajukaje, daar komt ie van de showen, ajukaje. Hij zegt dat Ronnie trouwen moet, ajukaje. Hij zegt dat Ronnie trouwen moet, ajukaje. Maar wie zou dat dan wezen? Ajukaje, maat, wie zou dat dan wezen? Ajukaje. Dat zal met Chantal wezen. Ajukaje, dat zal met Chantal wezen. Ajukaje. Zo'n lekker ding wil ik wel hebben. Ajukaje, zo'n lekker ding wil ik wel hebben. Ajukaje. Tom. Grundform des Reihenspiels ist die Aufreihung. Auf der einen Seite die Vorsänger, ihnen gegenüber die anderen Mitspieler. Zwischen beiden entwickelt sich oft ein lustiger Wechselgesang. Das Thema in Der Herr Pantoffel ist die Brautwerbung. Dem Inhalt entsprechend ist dieses Spiel besonders bei größeren Kindern zwischen 11 und 12 Jahren beliebt. Ajukaje, maat, wie zal dat dan wezen? Ajukaje, dat zal met Yvonne wezen. Ajukaje, dat zal met Yvonne wezen. Ajukaje. Zandgoed wil ik niet hebben. Ajukaje, zandgoed wil ik niet hebben. Ajukaje, wie zal die andere wezen? Ein gewisser Reiz liegt im humorvollen Dialog, der den Spieler für die nächste Runde ermittelt. Die belgische Variante vom Herrn Pantoffel weicht in der Melodie von der niederländischen leicht ab. Meine Tante fährt nach Holland, Holland, Holland. Meine Tante fährt nach Holland, Holland. Was will sie denn in Holland, Holland, Holland? Was will sie denn in Holland, Holland? Meine Tante hat ein Kind gekriegt.
gegrüßt, meine Tante hat ein Kind gegrüßt, Kind gegrüßt. Wie soll das Kind denn heißen, heißen, heißen? Wie soll das Kind denn heißen, heißen? Claudia soll es heißen, heißen, heißen. Claudia soll es heißen, heißen. Und unsere Claudia Christin ist, Christin ist. Dann ruf ich in die Polizei, Polizei, Polizei. Dann ruf ich in die Polizei. Polizei. Die Polizei, die kennt uns schon, Die Polizei, die kennt uns schon. Und dann ruf ich in die Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Dann ruf ich in die Feuerwehr, Feuerwehr. Die Feuerwehr, die löscht doch nur, löscht doch nur, löscht doch nur. Die Feuerwehr, die löscht doch nur, löscht doch nur. Dann steck ich in mein Haus in Brand, Haus in Brand. In der deutschen Variante geht die Vorsängerin nicht auf Brautschau, sondern sie wünscht sich ein Kind. Jantje van de Buren, Jantje van de Buren, die kon een goeie mop, die kon een goeie mop. Elke morgen staat hij op zijn kop, staat hij op zijn kop. En als hij dat dan heeft gedaan, schopt hij zijn nieuwe paar schoenen aan de mannen van je tjoep, tjoep, chocoladepoep en van je tjoep, tjoep, chocoladepoep. Kan een baby met babyhaar, een baby met een rammelaar, twee blauwe ogen en een spijkerbroek, dat is de baby die ik zoek. Armen wijd, benen spreid, heupen en kussenlij. Dominique? Ja, Dominique. Das letzte Beispiel der hier dokumentierten Reihenspiele, Jan vom Nachbarn, hat einen witzigen Inhalt. Der Text enthält Tabuwörter, deren Nennung von Erwachsenen verboten wird, wie zum Beispiel das Wort Pups. In diesem Spiellied steht die rhythmisierte Körperbewegung mit ihren Tanzelementen im Vordergrund. Winnie-Tu, der Beste, hat im Arsch ne Wespe, kriegt sie nicht mehr raus und du bist aus. Mit dem Abzählreim als Vorspiel wird ein Spieler aus der Gruppe ermittelt. Auch deutsche Kinder haben Spaß an der Verwendung von tabuisierten Wörtern. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Kuckelschwanz gemacht. Los, sag, los! Kreisspiele gehören zu den ältesten Kinderspielen der Völker in der ganzen Welt. Der Kreis symbolisiert etwas in sich Geschlossenes, das sich gegen die Außenwelt, oft das Böse, abschirmt. Der Plumpsack personifiziert in diesem Spiel das Böse. Das Spielrepertoire in den drei Ländern verfügt über viele Varianten dieses Spieltyps. Auf das Kommando Ploff hin wird bestimmt, wer als erster in die Kreismitte geht. Dieses Vorspiel nennen die Kinder Ploffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie muss ich ein Küche geben? Auch Kreisspiele haben, wie bei Reihenspielen, Brautwerbung zum Inhalt. In diesem Spiel entscheidet das Schicksal, welches Kind geküsst wird. Mit geschlossenen Augen hat der Spieler in der Kreismitte keinen Einfluss auf seine Wahl. Wenn sich zwei Kinder küssen müssen, die sich nicht besonders gut leiden können, freuen sich die anderen Mitspieler. Ja! Schau, schau, Schecki, oh Schecki, wenn Molita, kleine Senorita, oh Belo, Belo, Bing. Hey! Schau, schau, Schecki, oh Schecki, wenn Molita.
Marita, kleine Señorita, oh bello, bello, hey! Stopp! Bei der in Köln Kalk aufgenommenen Variante küssen sich die Kinder nicht. Sie wechseln im Gegensatz zur belgischen Variante nur die Plätze. Im Text benutzen sie eine aus italienischen, deutschen und spanischen Elementen bestehende Wortmalerei. Das Spiel zeigt den unverkennbaren Einfluss des ausländischen Spielguts auf das Einheimische. 27 Horrormädchen suchen sich ein Mann. Hey! 27 Horrormädchen suchen sich ein Mann. In diesem Brautwerbungsspiel muss die Zahl der Mitspielerinnen immer ungerade sein. Denn nur so kann am Ende des Spiels ein Mädchen ohne Mann übrig bleiben. Schäme dich, hast ja gar kein Mann gekriegt. Das Tor- oder Brückenspiel ist ein sehr bekanntes und weit verbreitetes Brautwerbungsspiel, das die Kinder aller im Film gezeigten Schulklassen kennen. Wenn das gefangene Kind sich für Apfel oder Birne entscheidet, erfährt es noch nicht, ob es Engelchen oder Teufelchen wird. Das Spiel symbolisiert ein Tor. Es führt entweder in die Hölle, wo die Teufel gerüttelt und geschüttelt, oder in den Himmel, wo die Engel geschaukelt werden. Engelchen werden geschaukelt, geschaukelt, bis in den Himmel hinein. Zwanne, Torte, Zwanne, wie kannst du mir nach England fahren? England ist gesloten, der Schlüssel ist gebrochen. Die niederländische Variante Weiße Schwäne, Schwarze Schwäne ist unter diesen Namen auch in Belgien bekannt. Bitte Schwane, Schwarte Schwane, wie kannst du mir nach England fahren? England ist geschlossen, der Schlüssel ist gebrochen. Die vielfältigen Typen von Spielliedern, die dieser Film dokumentiert, zeigen die Freude der Kinder an Klang und Reim, an Bewegung und Rhythmus, mit denen sie ihr breit gefächertes Spielgut sprachlich, melodisch und choreografisch gestalten. Sie variieren ihre Spiele und aktualisieren sie, indem sie sich an zeittypischen Elementen ihrer Umwelt orientieren. Ja.